Hallo Welt, da sind wir wieder im Sternensystem Kommos. Und wir haben hier noch den Planeten Latesch zu untersuchen. Und zwar auch für die Feuergängermission und hier den Geth-Überfall. Also fliegen wir das mal an. Anomalie geortet. Ja, Latesch heißt in einem salarianischen Dialekt, es ist immer noch Winter und hat fast zur Besiedelung geeigneter Temperaturen, zur Besiedlung geeignete Temperaturen und große Wasservorräte. Aber es gibt kein Zeichen von Leben. Regelmäßige Ausbrüche von Supervulkanen auf der Südhalbkugel haben die Sonne verfinstert und zu einem noch frostigeren Klima als sonst geführt. Entfernung zur Sonne 2,2 AE, Umlaufzeit 5,2 Erdjahre, Radius 5500 Kilometer, Tagesdauer 35,7 Erdstunden, atmosphärischer Druck 1,3 Erdatmosphären, Oberflächentemperatur minus 35 Grad Celsius Durchschnitt, minus 53 Grad Celsius infolge der Verdunkelung. Oberflächengravitation 0,7 G. Und wir scannen? Ich dachte, wir scannen nach der Anomalie. Ich sehe schon für ein mittleres Scannerergebnis. Ist hier aber ordentlich was vorhanden schon. Okay, da haben wir es ja. Wie man hört, hört man nichts. Sonde gestartet. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Latesch, Mission Anomalie geortet. Planetenscans haben Signale von Sensorkapseln empfangen, die auf der Oberfläche zurückgelassen wurden. Die Kapseln enthalten möglicherweise wertvolle Daten. Warnung! Oberflächentemperatur ist extrem niedrig. Empfehle den Hammer, so wenig wie möglich der Kälte auszusetzen. Interessant. Dann starten wir erstmal den Scan. Nicht, dass wir das nachher vergessen. Iridium. Starte Sonde. Und Platin holen wir uns auch noch. Also, als wir die Anomalie vorhin gesucht haben, da sahen die Ausschläge aber heftiger aus. Sonde gestartet. Da hätte ich nicht damit gerechnet, dass es nach einer Sonde hier schon auf niedrig runtergeht. Sonde unterwegs. Ah, unser Polpunkt. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Aha. Ja, was wäre eigentlich gewesen, wenn wir den Hammer noch nicht gefunden hätten? Ja, dann wäre die Mission wahrscheinlich gar nicht gestartet hier. Sonde gestartet.
Starte Sonde. Scan-Aktionen. Ach komm schon, wo war das denn? Sonde unterwegs. Ja. Abgebaut, 40 Sonden haben wir noch. Und jetzt landen wir hier. Ganz wichtig, wir nehmen Tali mit, da es sich um Geth handelt. Und wen nehmen wir noch? Jacob haben wir ja noch nie richtig ausprobiert, aber... Ach, nehmen wir mal Thane mit. Oh, er hat 5 Teile. 5 Punkte können wir hier noch vergeben. Was hätten wir denn da gerne? Warp? Er reißt Feinde auf molekularer Ebene auseinander und blockiert die Gesundheitsregeneration. Effektiv gegen Panzerung und biotische Barrieren. Schreddermunition? Erhöht Gesundheitsschaden bei organischen Zielen. Na, wo geben wir ihm ein paar Sachen? Ich glaube, Warp hört sich... Ja, hört sich auch ganz gut an. Ja, ja, Warp. So. Damit haben wir eine Aufladezeit von 12 Sekunden, einen Schaden von 160 Punkten, Detonationsradius 5 Meter und Detonationskraft 700 Newton. Und es handelt sich also um ein Masseneffektfeld, das fügt feindlichen Zielen Schaden zu und blockiert die Gesundheitsregeneration, lässt außerdem alle bereits am Ziel wirkenden biotischen Kräfte wie etwa Ziehen oder Singularität detonieren, was weiteren Schaden verursacht. Effektiv gegen Panzerung und biotische Barrieren. Okay. Tali? Tali hat keine Punkte. Da fehlt nur noch der vierte Rang für die Kampfdrohne und dann können wir schon an die Energieentzugfähigkeit gehen. Gut. Er hat die Locust. Die haben wir alle. Außer Tali nicht. Nun gut. Och, jetzt hätten wir aber noch eine schwere Waffe, eine andere mal ausprobieren können. Zu spät. Warnung. Längeres Verweilen in Extremtemperaturen kann die Maschinenleistung reduzieren. Oh nein. Missionsziele geortet. Oh ja. Daten zur Atmosphäre erhalten. Maschinentemperatur stabilisiert sich. Oh, wir sind ziemlich schnell hiermit. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Hindernis geortet. Hindernis? Ich weiß. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Okay.
Es ist ganz schön am Schneien hier. Hindernis geortet. Sieht man ja kaum was. Nur nicht verfliegen jetzt. Verschweben. Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Oh mein Gott. Hindernis geortet. Wir erfrieren. Achtung. Maschinentemperatur fällt. In der Höhle ist es vielleicht wärmer? Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Scan doch. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Nur nicht verfliegen. Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Oha. Hindernis geortet. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Das war ja mal knapp. Diesen Hammer sollten wir immer mitnehmen auf Mission. Mission erfüllt. Missionszusammenfassung. Daten beschafft. Von 10 Knoten. Erfahrung erhalten 125 Punkte. Credits erhalten Cerberus-Finanzierung 2500. Credits keine gefunden. Gesamt also 2500. Palladium haben wir gefunden. 5000. Und das war's dann damit. Da sind wir immerhin schon mal durch dann jetzt. Ja, zum Thema Feuergänger, da haben wir ja noch einiges. Und Kelly, gibt es... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. So. Ungelesene Nachrichten, natürlich. Schauen wir uns das an. Daten zur Atmosphäre erhalten von Projekt Feuergänger. Commander, ein überaus fähiges Team analysiert derzeit die von Ihnen beschafften Daten über die GEF-Forschung zur Veränderung der Atmosphäre. Hoffentlich können wir daraus neue Methoden des Terraformens für künftige Kolonien ableiten. Die Tech in den Sendern enthielt auch Innovationen auf dem Gebiet der Kommunikation und wird uns dabei helfen, bessere Systeme zur Unterdrückung des atmosphärischen Rauschens zu entwickeln. Es gibt auf diesem Planeten keine Anzeichen proteanischer Aktivitäten. Schön. Und was machen wir nun? Ich denke, wir sind in diesem Sternensystem hier fertig. Chromos haben wir also erforscht. 40 Sonden, wenn ich mich recht erinnere, haben wir noch. Das heißt, wir können direkt weiter zum nächsten Sternensystem, zum Beispiel nach Typhon oder Salail. Salail ist das nächste. Nicht so weit. Oh, da ist ja nicht sehr viel los. Wirklich nur ein Planet hier. Ja, aber das ist doch mal gut. Ekuna. Ekuna wurde von den Quarianern zur Jahrhundertwende entdeckt und ist für die meisten Spezies zwar bewohnbar, aber eher zweite Wahl. Ekuna umkreist eine orange Sonne und die Durchschnittstemperatur liegt unter dem Gefrierpunkt. Erschließungsfirmen haben mit der Besiedlung deshalb am Äquator angefangen, wo das Klima Landwirtschaft zulässt. Die Quarianer, auf der Suche nach einer eigenen Heimatwelt, beantragten beim Zitadellrat, ihnen die Übernahme von Ekuna zu genehmigen.
aber zu dem Zeitpunkt hatten sich bereits einige hunderttausend Quarianer auf dem Planeten niedergelassen. Der Rat betrachtete diese Besiedelung als illegalen Akt, lehnte den Antrag ab und gab den Planeten den Elkor, die mit der dort herrschenden hohen Gravitation ohnehin weitaus besser zurechtkamen. Die quarianischen Siedler mussten den Planeten innerhalb eines galaktischen Standardmonats räumen, sonst wären ihre Kolonien bombardiert worden. Bis heute findet man überall in der Landschaft Überreste der fliehenden Quarianer. Besuchern von Ekuna, die keine Elkor sind, wird zu individuellen oder fahrzeuggestützten Masseneffektfeldern geraten, um den Druck zu reduzieren, da die Oberflächengravitation andernfalls zu gesundheitlichen und mechanischen Problemen führt. Gründung der Kolonie 2103, Population 221.256.200, Hauptstadt Belshadi, Elkor, Duravun, Navon. Okay. Entfernung zur Sonne 1,6 AE, Umlaufzeit 2,3 Erdjahre, Radius 10.206 Kilometer, Tagesdauer 36,4 Erdstunden, atmosphärischer Druck 1,4 Erdatmosphären, Oberflächentemperatur minus 37 Grad Celsius, Durchschnittstemperatur am Äquator 15 Grad Celsius. Oberflächengravitation 4,1 G. Und wir scannen. Aha, hier haben Sie was, die Elkor. Starte Sonde. Elkor war doch richtig. Elkor wohnen jetzt hier. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Moment, hier sind wir nicht ordentlich runtergegangen. Starte Sonde. Ach was. Element Zero sogar. Sonde Na, unterwegs. Den Polpunkt nehmen wir doch immer gerne mit. Sonde unterwegs. Ja, kann es sein, dass diese unterschiedlichen Geräusche dann symbolisieren, dass man es richtig gemacht hat manchmal und manchmal, dass man sich die Sonde auch hätte sparen können? Irgendeinen Grund muss es ja haben für diese Geräuschunterschiede. Sonde gestartet. Hier sollte dann ein anderes Geräusch kommen, denke ich mal. Da es jetzt nicht so viel hier zu holen gibt. Sonde gestartet. Jawohl. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Starte Sonde.
Na, da ist doch noch etwas. Oh, hier ist doch noch Element Zero. Sonde unterwegs. Ja, und hier müsste auch noch ein bisschen was sein. Das nehmen wir aber auch noch mit. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Starte Sonde. Starte Sonde. Und abgebaut. Wenn wir nicht zufällig noch so etwas Element Zero hier finden, dann sind wir fertig damit. Ja, das war's dann. 22 Sonden verbleiben noch bei uns an Bord. Moment, wir haben... Sollen wir erst tanken oder erst hier oben hin und das erkunden? Das Typhon-System. Ach komm, 22 Sonden. Den Rückweg sollten wir doch hinbekommen. Wenn wir uns nicht verfliegen, schaffen wir das doch bestimmt. Ja, so viel ist hier auch nicht los. Ja, mit dem Projekt Overlord, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das gehört nämlich zu der Hauptmission vielleicht. Und da haben wir ja noch einiges zu tun. Wir müssen auch noch Upgrades kaufen und so weiter. Und wir haben ja noch ein Teammitglied, das wir irgendwo rekrutieren müssen. Vielleicht ist das sogar das hier. Aber da schauen wir uns lieber die Planeten erstmal an hier. Zum Beispiel haben wir Ponos. Ponos ist ein typischer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Die früher viel genutzte Helium-3-Raffinerie in der Umlaufbahn des Planeten wurde bei einem der vielen Kriege auf Aite zerstört und Aites extraplanetarische Handelsbeziehungen haben darunter massiv gelitten. Die Diktatoren auf Aite sind zwar mit der Situation unzufrieden, halten es aber alle für eine schlechte Strategie, als erste mit dem Bau einer Raffinerie zu beginnen, ohne vorher dafür zu sorgen, dass sie später keine anderen Nationen oder Planeten übernehmen können. Entfernung zur Sonne 5,8 AE, Umlaufzeit 14 Erdjahre, Radius 69.740 Kilometer, Tagesdauer 14,4 Erdstunden und ja, Scanner starten, oder? Starte Sonde. Richtig, da fangen wir doch gleich mal da oben an. Starte Sonde. Mal sehen, was der Planet noch so zu bieten hat. Hier unten war doch schon was wieder. Platin. Sehr schön. Sonde gestartet.
und noch mehr Platin. Starte Sonde. Und außerdem gibt es hier Palladium. Na gut, da kommen wir gleich noch hin. Starte Sonde. Starte Sonde. Naja, komm. Starte Sonde. Eine Sonde hierfür. Starte Sonde. Aha. Sonde unterwegs. Abgebaut. Ja, wunderbar. Dann werden wir in der nächsten Folge den nächsten Planeten hier scannen. Der noch heißt Unerforscht. Genau. Ich darf mich an dieser Stelle bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.